Hallo, ich heiße Benjamin und bin 7 Jahre alt. Meine Mutter hat mir eine ganz wichtige Aufgabe erteilt. Ich muss jeden Tag 4 Kilometer laufen, um sie zu erfüllen. Ich gehe nicht alleine. Auf meinem Rücken trage ich meinen Bruder Jonas. Er ist noch ein Baby und er schläft daher fast die ganze Zeit. Die Straße ist gefährlich, denn die Lastwagen fahren schnell an uns vorbei und wirbeln große Staubwolken auf, die uns nicht atmen lassen. Leider gibt es nur diese eine Straße. Es ist sehr heiß. Denn wir befinden uns hier im Herzen von Afrika, in einem ganz armen Land, das sich der Tschad nennt und wo 7 Millionen Kinder leben. Die Regenzeit ist gerade vorbei. Meine Mutter und meine anderen Geschwister sind zur Saat auf die Felder ausgezogen. Mein Vater ist schon seit Wochen zur Baumwollernte unterwegs. Jonas ist ziemlich schwer, aber ich höre ihn atmen und seine kleinen Geräusche geben mir Kraft. Seinen kleinen Bauch an meinem Rücken zu spüren, hilft mir, weiterzugehen. Seine Mission ist es, mich zu begleiten. Meine, die gleiche wie die von 100 anderen Kindern, die ich auf meinem Weg treffe. Wir sind so eine Art kleine Armee, die alle das Gleiche suchen. Einen Schatz, der tief in der Erde vergraben liegt und ohne den wir nicht leben können. Deshalb müssen wir sehr tiefe Brunnen bauen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, damit wir nicht hineinfallen. Denn das wäre der sichere Tod. Aber wir haben keine Wahl. Und das Überleben unserer Familie hängt von uns ab. Denn den Schatz, den wir suchen, heißt Wasser. Das Wasser ist sehr schwer und es ist nicht einfach raufzuziehen. Und dann, wenn wir auf einmal die Millionen Tröpfchen sehen, die wie Diamanten leuchten, verschwindet unsere Müdigkeit plötzlich. Denn jedes davon repräsentiert das Leben, das wir auf unseren Köpfen nach Hause tragen. Zurzeit ist alles noch recht grün. Und in den wenigen Flüssen, die es gibt, fließt noch Wasser. Eigentlich ist unser ganzes Land fast nur Wüste. Und in wenigen Wochen wird es wieder austrocknen. Hinzu kommt, dass die Leute die Erde verbrennen, weil sie es nicht besser wissen. Sie verbrennen sogar Bäume, die gefällt werden, um sie als Brennholz in der Küche zu benutzen. Wir Kinder wollen nicht, dass unsere Erde eine mit Asche bedeckte Wüste ist. Wir möchten lernen, sie zu pflegen, damit sie wieder grün wird und damit wir hier leben können, anstatt auswandern zu müssen. Das ist mein Haus und meine Geschwister. Und das ist meine Mutter. Sie hat einen sehr schönen Namen. Sie heißt Chloe. Jonas ist glücklich, denn sie bedeutet für ihn Nahrung. Außerdem guckt er ihr gerne zu und hilft ihr beim Kochen. Er ist stolz auf das Wasser, das wir ihr bringen. Wir können nur einmal am Tag etwas essen. Das ist ein ganz besonderer Moment. Wir sitzen dann alle zusammen und lachen und erzählen viel. Danach legen wir uns hin
und hören dem Atem meiner Mutter zu. Mein Vater kommt in wenigen Tagen nach Hause. Der wird vielleicht staunen, denn heute haben wir uns die Missionare erzählt, dass etwas ganz Tolles passieren wird. Sie sagen, dass die Kinder in Spanien uns zwei ganz tolle Geschenke geschickt haben. Einige Erwachsene können das gar nicht glauben. Sie haben ihr ganzes Leben schon so gelitten, dass ihnen wenig Hoffnung bleibt. Meine Geschwister und ich dagegen haben ein Bauchgefühl, dass tatsächlich etwas Wunderbares geschehen wird. Warum auch nicht? Die Nachricht hat sich schnell im Dorf verbreitet. Und um sicher zu sein, dass das Glück auf unserer Seite bleibt, entschlossen wir uns, die Trommeln ganz fest zu schlagen, damit man uns hoch bis in den Himmel hören kann. Wir haben so viel Glauben hineingesteckt, dass wir am Ende sogar die Erwachsenen mitreißen konnten. Und wir alle hatten sehr viel Spaß. Es ist schon toll, wenn man Illusionen hat. Was wir uns aber da noch nicht vorstellen konnten, war, wie sehr diese zwei Geschenke unser Leben verändern würden. Wir befinden uns in Dugu, im Süden vom Tschad. Das hier ist ein Dorf mit 2000 Einwohnern. Davon sind 300 Kinder. Die meisten Kinder gehen nicht zur Schule. Der Grund dafür? Sie haben kein Wasser. Sie haben keinen Brunnen an ihrer Schule. Der Boden ist völlig ausgetrocknet, aber unter der Erde, da gibt es Wasser. Und wir werden es finden. Denn ab heute werden wir einen Brunnen bauen. Hier, wo jetzt noch nichts ist, wird das Wunder des Wassers passieren. Wie wir das machen wollen? Ganz einfach, mit eurer Hilfe. Für uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Denn jetzt haben wir einen wunderschönen Brunnen. Wir brauchen kein Wasser mehr an Seilen hochzuziehen. Das geht jetzt mit einer Pumpe. Und es fällt auch keiner mehr in den Brunnen rein, denn der neue ist geschlossen und sicher. Das war so ziemlich der glücklichste Tag in unserem Leben. Auf einmal kamen von allen Seiten Kinder und viele von ihnen gingen ab da auch zur Schule. Jetzt sind die Klassenzimmer voll, denn alle möchten gerne Schüler an einer tollen Schule sein, wo niemand Durst leidet und wir am Ende des Tages sogar Wasser mit nach Hause nehmen dürfen. Ich hoffe nur, dass es bald Tausende von diesen Brunnen geben wird. Denn viele Millionen Kinder in Afrika haben nicht das gleiche Glück wie wir. Unsere Mütter fingen schnell an zu arbeiten, denn das zweite Geschenk von den Kindern aus Spanien und Deutschland waren die Zutaten für eine tägliche Mahlzeit. Da wir jetzt Wasser in der Schule haben, können unsere Mütter diese zubereiten. Wir hängen auch nicht mehr von dem Regen ab, um den Boden zu bestellen. Wir können einen Garten bauen. Wir sind jetzt nicht mehr alleine im Kampf gegen den Hunger. Und viele Menschenleben können gerettet werden. Unser Schicksal hat sich durch das Wunder des Wassers für immer gewandelt. Mit dem Wasser wird der Bui zubereitet. Er ist ein leckerer, nahrhafter Brei, der viele Nährstoffe enthält und der uns hilft, zu wachsen und gesund zu bleiben. Unsere Zukunft hat gerade erst begonnen.
Meine tägliche Mission ist jetzt nicht mehr Wasser zu suchen. Ich möchte gerne einen Beruf erlernen, durch den ich anderen Menschen helfe. Vielleicht Ingenieurin, um dann mit meinem Wissen weiteres Unglück zu vermeiden. Zum Beispiel das, was auf uns zukommt, wenn der große See Tschad auch weiterhin austrocknet. Von ihm hängen 30 Millionen Menschen ab. Jedenfalls werde studieren und genau wie die anderen Mädchen viel Spaß daran haben. Auch Jonas wird mit den anderen kleinen Jungs zur Schule gehen können. Er sagt, er möchte gerne Lehrer werden, auch wenn er jetzt noch sehr klein ist und noch gar nicht so viel spricht. Ich glaube auch, er möchte unserem Land helfen, damit es aufhört, zu einem der Ärmsten der Welt zu gehören. Auch seine Mission ist es jetzt, nicht mehr mich zu begleiten und mich durch seine kleinen Laute zu motivieren. Die Bildung wird ihm erlauben, zu lesen und Buchstaben auf Papier zu bringen, durch die er sein eigenes Schicksal schreiben kann. Meine Mutter sagt, dass wir einen Garten bauen werden, da wir nicht mehr vom Regen abhängen, um ihn zu bestellen. Mein Vater wird das alles nicht glauben können, wenn er zurückkommt. Und ich bin schon sehr auf sein überraschtes Gesicht gespannt. Obwohl ich ihm ja eigentlich schon alles erzählt habe. Denn er hat mir gezeigt, dass, wenn er weit weg ist, ich nur die Augen schließen brauche und dann ganz leise flüstere, was ich ihm sagen möchte. Damit die Wörter in der Dunkelheit zu ihm fliegen. Deshalb kann ich mir auch jetzt sein glückliches Gesicht vorstellen und ihn sehen, wie auf einer der Baumwolle mit seinen Freunden singt und tanzt. Denn alle wissen schon über das Wunder des Wassers Bescheid. In unserem Dorf ist jetzt alles so viel einfacher geworden. Aber das Leben geht weiter. Und damit auch die Misere von vielen anderen Millionen Menschen in Afrika. Aber etwas hat sich doch geändert. Etwas ganz Wichtiges. Etwas, das uns mit Hoffnung erfüllt. Und das uns animiert, noch härter ums Überleben zu kämpfen. Es ist das Wissen, dass wir nicht alleine sind. Heute Nacht werde ich die Augen in der Dunkelheit schließen und ganz leise ein Dankeschön flüstern, damit es alle die Leute erreicht, die zwar noch nie hier waren, uns aber trotzdem geholfen haben und wissen, dass es uns gibt. Das reicht schon, damit die Welt sich verbessert.